Ich begrüße Sie sehr herzlich in unserer schönen, vom Erntedankgottesdienst heute Morgen noch herbstlich geschmückten Erlöserkirche. Ganz besonders herzlich begrüße ich Herrn Ministerpräsident außer Dienst, Professor Dr. Bernhard Vogel, als Ehrengast und heutigen Festredner. Als zweisprachiger Ministerpräsident, Westdeutsch und Ostdeutsch, sind Sie heute viel gefragt. Deshalb ein besonders herzliches Willkommen und ein großes Dankeschön. Wir freuen uns auf Ihren Festvortrag. Begrüßen möchte ich auch unseren Herrn Oberbürgermeister Alexander Hetjes, stellvertretend auch für die zahlreich erschienenen Repräsentanten der Stadtpolitik. Herr Hetjes ist auch Schirmherr unserer Veranstaltung und wird in Zukunft die Stiftung beratend begleiten. Ein herzliches Dankeschön dafür. Ich begrüße auch die Landtagsabgeordnete Frau Elke Barth, die auch Mitglied unserer Gemeinde ist. Und das freut mich immer sehr, wenn wir zusammen joggen gehen. Und natürlich herzlich alle Freunde der Stiftung Kirche in der Stadt. Es ist ein besonderer Tag für Deutschland und für die Erlöserkirche. Die Kirche hatte eine wichtige Rolle im Prozess der Wiedervereinigung gespielt und die friedliche Revolution nach Kräften unterstützt. Dankbar erinnern wir uns und nehmen es als Ansporn, weiter diese Verantwortung in der Gesellschaft wahrzunehmen. Wir sind zuversichtlich, dass diese und weitere Begegnungen und Diskussionsanstöße fruchtbar sein werden. Wir erwarten spannende Impulse und Anregungen und haben hinterher ein Bier und Thüringer Wurst zubereitet und dabei haben wir Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen. Begrüßen möchte ich auch Frau Josephine Reichstein, die Schülersprecherin des Martin-Luther-Gymnasiums in Eisenach, und Herrn Marius Krüger, Schülersprecher der Humboldt-Schule. Vielen Dank, dass Sie heute hier sind. Frau Reichwein begrüße ich nicht nur, sondern ich gratuliere ihr auch herzlich zu ihrem Geburtstag. Sie wird heute 18. Die Segenswünsche. Die Segenswünsche aller Anwesenden werden Sie begleiten und Sie werden sich bestimmt immer wieder an diesen ganz besonderen Geburtstag erinnern. Ich wünsche Ihnen ein herzliches Willkommen. Ja, sehr geehrter Herr Professor Dr. Vogel, liebe Petra Kühl, Herr Dr. Oeynhausen, Pfarrer Hannemann, liebe Vertreter der Presse, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und sehen Sie, da habe ich schon mit einem Fauxpas angefangen, weil unseren stellvertretenden Stadtverordnetenvorsteher möchte ich doch an der Stelle auch noch mal herzlich begrüßen. Ja, ich freue mich, Sie heute an diesem deutschen Nationalfeiertag hier in unserer Erlöserkirche in Bad Homburg herzlich willkommen zu heißen. Schon im vergangenen Jahr zum Festakt 30 Jahre Deutsche Einheit haben wir eine sehr schöne Veranstaltung hier an gleicher Stelle gehabt. Zwei Veranstaltungen sind jetzt noch nicht wirklich eine Tradition, aber vielleicht doch, und da bin ich mir aber sicher, der Grundstock für eine solche. Den Grund zum Feiern und sich zu freuen gibt der 3. Oktober allemal her. Da bin ich mal so frei, einen Politiker von der Konkurrenz zu zitieren: Mit der deutschen Einheit wuchs zusammen, was zusammengehört. Unser Festakt steht unter dem Titel Denk ich an Deutschland. Herausforderung 3. Oktober. Erlauben Sie mir jedoch zunächst einen kurzen Diskurs. Denke ich an Deutschland, dann läuft vor meinem inneren Auge ein wunderschönes Kopfkino ab. Ich sehe unsere
Küstenlinie von Emden bis nach Rügen. Ich denke an die Alpen, die Mecklenburgische Seenplatte, den Schwarzwald, den Spreewald, die Lüneburger Heide oder die Sächsische Schweiz. Ich denke an Städte wie Berlin, Dresden, Köln, Rostock, Frankfurt, Weimar, Hamburg, München, Leipzig, natürlich auch Bad Homburg. Den Soundtrack dazu liefert mir das Plattdeutsche, das Sächsische, das Bayerische, das Berlinerische und auch das Schwäbische. Denke ich an Deutschland, denke ich an den Norden, den Osten, den Süden und den Westen. Keinen Gedanken verschwende ich hingegen an irgendwelche Trennlinien und Mauern im Kopf. Sie können es ruhig die Gnade der späten Geburt nennen. Ich bin Jahrgang 1979 und war deshalb beim Mauerfall gerade mal 10 Jahre alt. Aber ich bin nun einmal in einem Deutschland, einig Vaterland, aufgewachsen. Wenn ich neue Menschen kennenlerne, interessiert es mich nicht, aus welchem Teil von Deutschland die Person stammt. Ich denke da nicht in geografischen Kategorien. Ist einer nett? Ist einer unangenehm? Ist einer lustig oder eher miesepetrig? Ist einer gesellig oder doch eher eigenbrötlerisch? Das sind doch die Eigenschaften, wenn wir mal ehrlich sind, nach denen wir Menschen einteilen. Und da kann mir keiner erzählen, dass es hier Unterschiede gibt zwischen den Mitbürgerinnen und Mitbürgern aus Ost und West, wenn es um diese Eigenschaften dann geht. Aber natürlich bin ich auch nicht naiv. Und ich weiß, dass wir auch nach 3 Jahrzehnten nach der Wiedervereinigung immer noch nicht da angekommen sind, wo wir gemeinsam hinwollen. Also, denke ich an Deutschland und die Herausforderung 3. Oktober, da wünsche ich mir ein Deutschland ohne Schranken im Kopf, ein Deutschland, das nicht in Ost und West gedacht wird, ein Deutschland, das die Menschen nimmt, wie sie sind. Und ich habe auch das Gefühl, dass das im Alltag die allermeiste Zeit bereits sehr, sehr gut funktioniert. Nehmen Sie allein die großen Sportereignisse. Fußball-Weltmeisterschaften, Fußball-Europameisterschaften, da sind wir alle einfach nur Deutsche. Oder auch ein Michael Schumacher oder Sebastian Vettel, die haben im östlichen Teil unserer Bundesrepublik mindestens genauso viele Fans wie im Norden, Süden oder im Westen. Auch da sind keine Unterschiede zu erkennen. Doch wehe, es steht eine Bundestagswahl an, wie vor ein paar Tagen, oder eben der 3. Oktober. Dann wird mir zumindest wieder viel zu sehr das Trennende thematisiert. Aber ich bin mir sicher, dass wir auf einem sehr guten Weg sind. Und wir sind auf einem sehr guten Weg, noch die letzten gedanklichen Barrieren beiseite zu räumen und einfach nur das sind, was wir sind, Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepublik Deutschland. Mit allen Stärken, aber auch mit allen Schwächen, die dazugehören. Um das zu erreichen, sollte die große Politik keine großen Reden schwingen, sondern vielmehr dafür sorgen, dass sich die Lebensverhältnisse endlich angleichen und wir Bürgerinnen und Bürger aus dem Süden, aus dem Osten, dem Norden und dem Westen vorurteilsfrei aufeinander zugehen. Ich bin mir sicher, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Denke ich an unsere heutige Veranstaltung, kann ich Ihnen sagen, dass ich als Oberbürgermeister dieser Stadt sehr stolz darauf bin, dass wir mit Dr. Bernhard Vogel ganz frisch mit dem Point-Alpha-Preis des Kuratoriums Deutsche Einheit ausgezeichnet einen absoluten Experten in Sachen Wiedervereinigung und Ostdeutschland als Gastredner gewinnen konnten. Dr. Vogel ist der einzige Ministerpräsident, der jemals ein Land in West- und in Ostdeutschland regiert hat. Nach seiner Zeit als Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz von 1976 bis 1988 war er von 1992 bis 2003 Ministerpräsident von Thüringen oder besser gesagt des Freistaates Thüringen. Und von 1993 bis 2000 war er Landesvorsitzender der CDU Thüringen. 2005 erhielt er den Verdienstorden des Freistaats Thüringen. Er ist
das kann man so, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, ein Mann mit gesamtdeutscher Erfahrung. Daher ist es in meinen Augen auch nicht verwunderlich, dass Bernhard Vogel einer der ersten war, der ein Ende des Schubladendenkens gefordert hat. Und da darf ich ihn zitieren: Wir sollten endlich aufhören, uns selbst in Ossis und Wessis einzuteilen. Ich freue mich sehr auf seinen Festvortrag zu unserer Veranstaltung Denk ich an Deutschland, Herausforderung, 3. Oktober. Mein Dank gilt an dieser Stelle auch der Erlöserkirchengemeinde und der Stiftung Kirche in der Stadt sowie der Werner-Reimers-Stiftung. Ich wünsche Ihnen, uns allen, einen angenehmen und interessanten Nachmittag und freue mich auf anregende Gespräche dann auch noch im Anschluss. Vielen Dank. Und das rein aus dem Wasser. Ich bin halt nicht mehr 80. Sehr verehrter Herr Oberbürgermeister, verehrte Frau Kühl, verehrter Herr Dr. Oeynhausen, lieber Herr von Kallnein, verehrte Frau Landtagsabgeordnete, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlichen Dank, dass Sie mich heute nach Bad Homburg eingeladen haben. Ich bin schon Herrn von Kallneins wegen gerne gekommen, weil man ihm selten eine Bitte abschlagen mag. Herr Oberbürgermeister, Sie haben auf meine zweifache Ministerpräsidentschaft hingewiesen. In der Tat ist das nicht mein Verdienst, sondern in der besonderen Situation des Jahres 1989 begründet. Und weil ich nicht möchte, dass eine solche Situation sich je noch einmal wiederholt, möchte ich gerne ein Unikat bleiben. In der Tat, der 3. Oktober ist eine Herausforderung. Auch nach 31 Jahren oder 32 Jahre nach dem 9. November 1989 ist an diese Tage zu erinnern. Erinnern heißt aber heute zu bedenken, dass nur noch die ältere Generation eigene Erinnerungen an diese Tage hat. Dass es sich für die nach 1980 Geborenen, für die heute verantwortliche Generation, für die 40-Jährigen und für die junge Generation um ein historisches Ereignis handelt, das sie selbst nicht miterlebt haben. Und auch wenn das so ist, gilt für Sie und für uns alle, auch für die Zukunft. Zukunft braucht Vergangenheit. Wer nicht weiß, woher er kommt, weiß nicht, wo er sich befindet und weiß nicht, wohin er gehen soll. Ich selbst war am 9. November 1989 in Warschau, weil Helmut Kohl mich eingeladen hatte, ihn auf einem besonders schwierigen Besuch in Polen zu begleiten. Am nächsten Vormittag wollte ich als Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung unser erstes Büro in einem Warschauer Paktstaat eröffnen. Während des Abendessens am 9. November, wir waren zu Gast bei Ministerpräsident Masowiecki, traf die Nachricht ein, ein weithin unbekannter
ein weithin unbekanntes Mitglied des SED-Politbüros, Günter Schabowski, habe in einer Pressekonferenz den erstaunten Journalisten mitgeteilt, dass ab sofort Westreisen für jedermann möglich seien. Am Brandenburger Tor, am Checkpoint Charlie, spielten sich dramatische Szenen ab. Wildfremde Menschen lagen sich in den Armen. Im Bundestag erhoben sich die Abgeordneten und sangen die Nationalhymne. Und wir in Warschau. Kohl unterbrach seinen Staatsbesuch und eilte nach Berlin, eingedenk der Tatsache, dass Konrad Adenauer 1961, als die Mauer zu bauen begonnen wurde, zu spät nach Berlin gereist war. Er forderte uns auf, in Warschau zu bleiben. Er werde wiederkommen. Wir waren der Meinung, das werde sicher nicht geschehen, aber in der Tat, er kehrte zurück. Die Ereignisse überstürzten sich. Noch im November 1989 legte Helmut Kohl seinen 10-Punkte-Plan zur Neuregelung der deutsch-deutschen Beziehungen und zur Lösung der deutschen Frage vor. Am 19. Dezember 1989 hielt er vor den Trümmern der Dresdner Frauenkirche die wohl schwierigste Rede seines Lebens. Die Volkskammer wurde demokratisch gewählt. Die 4+2-Verhandlungen führten zu einem endgültigen Schlussstrich unter den Zweiten Weltkrieg. Die Wirtschafts- und Währungsunion wurde eingeführt und schließlich am 3. Oktober 1990 traten die wiedererstandenen ostdeutschen Länder der Bundesrepublik Deutschland bei. Auf dem, wie man damals sagte, Königsweg des Artikels 23 und nicht auf dem langen und unsicheren Weg des Artikels 146, also durch den Beitritt und nicht durch ein gemeinsam zu erarbeitende neue Verfassung. Und mit Recht wurde der 17. Juni durch den 3. Oktober als nationalen Feiertag ersetzt. Zum ersten Mal feierte Deutschland einen Erfolg als nationalen Feiertag und nicht ein Scheitern. Im Osten hatten die Menschen den Glauben an die Wiedervereinigung nie aufgegeben. Im Westen dagegen war bei vielen der Zweifel gewachsen, bei manchen sogar der Wille geschwunden. Von der Wiedervereinigung als historischen Schwachsinn hatte der saarländische Ministerpräsident gesprochen. Lasst uns um alles in der Welt aufhören, von der Einheit zu träumen und zu schwätzen, meinte Egon Bahr noch Anfang November 1989, wenige Tage vor dem Mauerfall. Und einer der großen deutschen Dichter versprach sich gegen die Wiedervereinigung aus und sagte voraus, wenn sie komme, werde sie scheitern. Ich selbst hatte an die Wiedervereinigung geglaubt und ich war stolz darauf, dass meine Partei den Glauben an die Einheit unseres Vaterlandes nie aufgegeben hatte. Ob ich selbst sie allerdings noch erleben würde, schien mir äußerst zweifelhaft. In den Tagen nach dem 9. November 1989 war die Begeisterung überwältigend. Zu Hunderttausenden strömten Ostdeutsche nach Westdeutschland, nach Bayern, nach Hessen,
nach Niedersachsen, nach West-Berlin und Schleswig-Holstein mit Beifall, mit Freudentränen in den Augen von den Westdeutschen begrüßt, mit Kaffee und Kuchen und mit Sekt empfangen. Deutschland galt als das glücklichste Volk der Welt. Deutschland hat zu Wege gebracht, was niemand Deutschland zugetraut hatte. Noch Lenin war der Meinung, die Deutschen seien zu einer Revolution unfähig, denn wenn sie einen Bahnhof erstürmen wollten, würden sie zuvor Bahnsteigkarten lösen. Er sollte sich irren. Die Proteste begannen in der Kirche, in den Kirchen. Sie haben vorhin in einem Nebensatz zu Recht darauf hingewiesen. Erst als die Kirchen in Ostdeutschland die Protestierenden nicht mehr fassen konnten, gingen sie zu Tausenden auf die Straße, in Leipzig, in Berlin und schließlich in allen Städten der DDR. Mit Angst im Herzen, mit Gebeten auf den Lippen, mit Kerzen in den Händen. Alles hing an dem Verhalten der Sowjetunion ab. Alles hing vom Verhalten Gorbatschow ab und seiner Frage, ob er die Truppen in den Kasernen lassen würde oder nicht. Hätte er die Truppen marschieren lassen, wäre der 9. November gescheitert, wie der 7. Juni 1953 gescheitert ist. Glasnost und Perestroika waren stärker als Honecker und Grenz. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Und nicht zu vergessen, in Polen und in Ungarn waren Anzeichen gesetzt, etwa durch die Solidarność, durch Lech Wałęsa, den Sprecher in Danzig. The day was born in Gdansk, habe ich einmal über der Leninwerft in Danzig gelesen, ein Ausdruck dafür, dass die Bewegung, die schließlich auch die DDR ergriffen hat, im Grunde im Widerstand der Werftarbeiter in Danzig begonnen hat. Auf die Begeisterung der ersten Wochen und Monate sollte alsbald der mühsame Weg durch eine trockene Ebene folgen. Ein langer, steiniger Weg musste zurückgelegt werden. Mit meiner Wahl zum Thüringer Ministerpräsidenten im Februar 1992 begann für mich das größte Abenteuer meines Lebens. Dank, dass ich es nicht wusste, sonst hätte mich wahrscheinlich der Mut verlassen. Alles musste neu geordnet werden. Wie am Fließband mussten Entscheidungen getroffen werden. Am Anfang erwies sich das Telefonieren schwieriger als das Regieren. Man musste auf eine Anhöhe bei Erfurt, um telefonieren zu können, morgens um 6 oder 7. Aber wer ging in Bonn schon um 7 Uhr ans Telefon? Niemand hatte einen Plan. Es gab zwar in Bonn ein Ministerium für gesamtdeutsche Fragen, ein Ministerium für gesamtdeutsche Antworten hat es nicht gegeben. Und meine Damen und Herren, wenn ein deutscher Bundestagsabgeordneter bei der Beratung des Haushalts für 1989 vorgeschlagen hätte, einen Etatposten zur Wiedererrichtung des Freistaats Thüringen oder des Freistaats Sachsen einzusetzen,
dann wäre er mit Hohn und Spott als kalter Krieger aus dem Bundestag gewiesen worden. Niemand hat in diesem Augenblick unter diesen Bedingungen mit der Wiedervereinigung gerechnet und war niemand in keiner Staatskanzlei der Länder oder im Bundeskanzleramt darauf vorbereitet. Die Verwaltung der jungen Länder musste aufgebaut werden, die es ja nicht mehr gab. Ich erinnere mich nicht, in den 23 Jahren meiner Angehörigkeit zum rheinland-pfälzischen Kabinett je das Wort Katasterämter fallen zu hören. Jetzt hing von der Errichtung und Ausstattung von Katasterämtern die wirtschaftliche Zukunft unseres Landes ab. Der Rechtsstaat mit gegliederter Rechtsprechung musste aufgebaut werden, aber es gab keine Juristen. Das Schulwesen musste neu geordnet werden. Niemand wollte mehr Russisch lernen, aber es gab keine Englischlehrer. Niemand mehr wollte täglich eine Stunde Marxismus, Leninismus. Die Lehrer waren anders zu beschäftigen. Vor allem aber die Wirtschaft musste wettbewerbsfähig gemacht werden. Was in der DDR produziert wurde, wurde in der DDR nicht mehr produziert. Natürlich hätte man den Wartburg weiter bauen können in Eisenach, aber niemand hätte einen Wartburg mehr gekauft. Man wollte Opel oder man wollte Volkswagen kaufen. Und die Ansiedlung von Opel damals in Eisenach hat zwar 2000 der 10.000 Beschäftigten bei Wartburg Arbeit gegeben, aber 8.000 wurden arbeitslos. 2.000 waren selbstverständlich überzeugt, dass sie zu Recht weiter Arbeit hatten. 8.000 waren enttäuscht und haben zum Teil nie wieder Arbeit gefunden. Was in Westdeutschland wäre in der Lage gewesen, Ostdeutschland mit zu versorgen, oder anders gesagt, es drohten italienische Verhältnisse mit einer hochentwickelten, europaweit vorbildlichen industriellen Schwerpunktsetzung um Mailand und mit Not und Armut südlich von Neapel und auf Sizilien. Der Markt des Warschauer Paktes brach zusammen. Die Exporte in die Sowjetunion wurden nicht mehr fortgesetzt. Die Treuhand übernahm es, die maroden volkseigenen Betriebe zu sanieren, zu privatisieren oder abzuwickeln. Sie wird bis heute viel gescholten, zu Unrecht, denn ohne ihr Handeln wäre keine wirtschaftlich konkurrenzfähige Situation in den neuen Ländern entstanden. In der Tat, meine Damen und Herren, es hat lange gedauert, bis es zu blühenden Landschaften kam, aber es gibt sie, wenn auch nicht überall. Wenn Sie heute nach Erfurt oder Dresden, nach Jena oder Potsdam fahren, dann können sich diese Städte mit westdeutschen Städten durchaus messen lassen, aber nicht überall in der ganzen ehemaligen DDR. Anders als in Westdeutschland, wo 1945 die Weimarer Republik nur 12 Jahre zurücklag und deswegen im Parlamentarischen Rat, im ersten Parlament, Männer und Frauen überwogen, die schon zuvor politische Verantwortung getragen hatten als Abgeordnete oder als Minister, gab es in Ostdeutschland nach 60 Jahren niemanden mehr, der über eigene politische oder parlamentarische Erfahrung verfügte. Aus dem Stegreif ohne Vorbereitung
mussten Aufgaben übernommen werden, auf die niemand vorbereitet war. Wenn ich in Mainz einen Minister zu berufen hatte, kannte ich ihn in der Regel seit 10 oder 15 Jahren, kannte seinen Weg. Hier musste ich über Nacht Männer und Frauen berufen, die nicht einen Tag vorbereitet waren auf die Aufgaben, die sie zu übernehmen hatten. Diesen Männern und Frauen, einige von ihnen sind nach 30 Jahren noch heute im Amt, diesen Männern und Frauen sollte man ein Denkmal setzen, meine Damen und Herren, und denen sollte man die Anerkennung widmen. Und auch denen, die aus Westdeutschland kamen, um zu helfen, dass darunter auch ein paar schwarze Schafe waren, die in Ostdeutschland werden wollten, was sie in Westdeutschland nicht werden konnten, ist in der Tat richtig. Aber einige schwarze Schafe dürfen die Verdienste der vielen, die sofort bereit waren zu helfen, nicht mindern. Blickt man heute zurück, haben wir, um mit Joachim Gauck zu sprechen, nach meiner Überzeugung allen Grund zu wechselseitiger Dankbarkeit. Wir haben Grund, als Westdeutsche den Ostdeutschen zu danken, dass sie eine friedliche Revolution, in der kein Tropfen Blut fiel, zu Wege brachten. Und die Ostdeutschen haben den Westdeutschen zu danken, dass wohl noch nie ein Teil eines Landes so hohe finanzielle und personelle Opfer zu bringen bereit waren wie Westdeutschland. Wenn wir die Zeit nicht bräuchten, über die Schlechtigkeit der Verhältnisse zu jammern, sollten wir uns wenigstens gelegentlich eine Minute Auszeit nehmen und dafür beiden danken. Meine Damen und Herren. Die Wiedervereinigung ist alles in allem gelungen. Und wir sollten dankbar und stolz darauf sein, dass sie gelungen ist. Aber, ich stimme mit dem Oberbürgermeister überein, abgeschlossen ist sie noch nicht. Für eine Schlussbilanz ist es auch nach 30 Jahren zu früh. Vieles bleibt noch zu tun. Meine Damen und Herren, nicht der Wiedervereinigung wegen, sondern der Folgen von 40 Jahren SED-Herrschaft und sozialistischer Planwirtschaft wegen. Dies zu überwinden, ist noch nicht in allen Punkten bewältigt worden. Noch immer liegt das Bruttosozialprodukt deutlich unter dem Niveau der alten Länder. Noch immer sind die Renten nicht voll angeglichen. Das Privatvermögen im Osten lässt sich nicht mit dem in Westdeutschland angesammelten und vererbten Vermögen vergleichen. Die Löhne und Gehälter, allerdings auch die Preise, sind niedriger. Manche Ostdeutsche fühlen sich noch heute als Bürger zweiter Klasse. Ihre Skepsis gegenüber den Parteien, gegenüber der Politik und der Demokratie ist größer. Wir übersehen dabei zu oft, dass wir jahrzehntelang in völlig unterschiedlichen Welten gelebt haben. Und wir vergessen, dass 2 Millionen Ostdeutsche vor dem Bau der Mauer und 2 Millionen Ostdeutsche nach dem Fall der Mauer nach Westdeutschland gezogen sind. Sie haben Ostdeutschland verlassen. In den ostdeutschen Ländern leben heute so viele Menschen wie im Jahre 1905. Die Bevölkerung Westdeutschlands hat sich seitdem verdoppelt. Es stimmt allerdings hoffnungsvoll, dass die nachwachsende Generation inzwischen zusammengefunden hat
und dass der Abwanderungsprozess zum Stillstand gekommen ist. The End of History war der Titel eines Bestsellers eines amerikanischen Gelehrten Francis Fukuyama aus dem Jahre 1992. In dem Buch vertrat Fukuyama die Ansicht, nach dem Zusammenbruch der UdSSR und von ihr abhängiger sozialistischer Staaten werde sich Liberalismus, Marktwirtschaft und Demokratie in der ganzen Welt durchsetzen. Wir wissen heute, Fukuyama hat sich gewaltig geirrt. Ein Kapitel der Weltgeschichte war mit den Ereignissen von 1989 und 90 abgeschlossen. Längst ist ein neues Kapitel der Weltgeschichte aufgeschlagen. Die Generation der heute Verantwortlichen steht vor neuen, ungewöhnlichen, so bisher nicht gekannten Herausforderungen. Die größte, den ganzen Globus bedrohende Herausforderung, wenn die Welt nicht aus den Fugen geraten soll, ist der Klimawandel. Die weltweite Corona-Pandemie ist noch lange nicht überwunden. China ist zur Weltmacht aufgestiegen. Es missachtet die Menschenrechte und bleibt doch unser wichtigster Handelspartner. Die Flüchtlingsprobleme werden sich verschärfen. Die EU muss zur Geschlossenheit und zur Handlungsfähigkeit finden und zum Partner und nicht nur zum Anhängsel der USA werden. Die sträflich vernachlässigte Digitalisierung muss vorangebracht werden. Die infolge der Pandemie hohe Verschuldung muss abgebaut werden. Die Schuldenbremse nach Artikel 109 unseres Grundgesetzes darf nicht in Frage gestellt werden. Antisemitismus, Rassismus, Fremdenhass dürfen nicht zu unserem Alltag gehören. Und lassen Sie mich hinzufügen, das Ergebnis der Bundestagswahlen stellt Deutschland vor neue Herausforderungen. Welche Koalition auch gebildet wird, es wird zum ersten Mal eine Koalition aus drei Parteien sein müssen. Die den Kanzler stellende Partei wird zum ersten Mal nicht mehr über das Übergewicht in der neuen Koalition führen und uns droht, wie auch immer, eine schwache Regierung. Die Union muss die Wahlniederlage verkraften, muss zu neuer Geschlossenheit finden. Wir müssen alles tun, Volkspartei zu bleiben, und die SPD muss wieder Volkspartei werden. Es muss dafür gesorgt werden, weil beide Volksparteien über 70 Jahre für die Stabilität unserer freiheitlichen Ordnung gesorgt haben. Auch jetzt sollte aber die Fußnote nicht übersehen werden, trotz aller Betroffenheit vieler Beteiligten. Die AfD hat in dieser unsicheren Situation nicht zugenommen und die Linke hat nur mit Mühe noch gerade eben den Bundestag erreicht. Dass die AfD im Osten stärker ist als im Westen, hat Gründe, meine Damen und Herren, und darf dem Osten nicht einseitig angelastet werden. Ich bin überzeugt, die von mir genannten Herausforderungen sind zu bestehen. Zu Resignation besteht kein Anlass, weil die Geschichte uns lehrt, dass man Herausforderungen bestehen kann. Dazu muss man allerdings die Lehren der Geschichte parat haben und ansprechen.
Ein Volk, das nach der größten Katastrophe seiner Geschichte, nach Nationalsozialismus, nach Holocaust und dem Zweiten Weltkrieg, Deutschland wieder aufgebaut hat. Ein Volk, das 11 Millionen Flüchtlingen eine neue Heimat geboten hat, das wieder einen allseits anerkannten Platz unter den freien Völkern der Welt gefunden hat, das den Kalten Krieg überstanden hat und das schließlich sogar die Wiedervereinigung erreicht hat, dem darf doch nicht bange um seine Zukunft sein. Aber Wachsamkeit tut Not. Anders als von Fukuyama erhofft, die Demokratie ist in der Welt nicht auf Erfolgskurs, ist nicht auf dem Vormarsch. Im Gegenteil, der arabische Frühling ist gescheitert und in Amerika wurde ein Präsident gewählt, dessen Anhänger das Kapitol erstürmt haben und der droht, wieder gewählt zu werden. Und auch bei uns in Deutschland zeigen sich Risse. Querdenker und Rechtsnationalisten bedrohen unsere Freiheit. Die zunehmende Kritik am Föderalismus verkennt, dass die Länder nicht des Bundes sind, sondern dass die Länder den Bund geschaffen haben, dass die Staatsgewalt geteilt sein muss und dass wir in Deutschland mit zentralistischen Zeiten die schlechtesten Erfahrungen gemacht haben. Die Demokratie braucht Mitmacher, nicht Miesmacher, nicht Menschen, die mit herabhängenden Mundwinkeln am Rande stehen und die Schlechtigkeiten der Zeiten tragen. Sie braucht Menschen, die sich engagieren in den Parteien und im Ehrenamt. Sie braucht Patrioten. Von Leibniz stammt der Satz: Patrioten sind amtlich Untätige, die sich um das Gemeinwohl kümmern. Besser kann man es heute nicht sagen. Der 9. November und der 3. Oktober gelten der Erinnerung. Darum kommen wir ja an diesem Tag zusammen. Vor allem aber gelten sie oder sollten sie der Ermutigung gelten. Der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt, der andere packt sie an, kräftig an und handelt. Der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt, der andere packt sie kräftig an und handelt. Dante Alighieri hat mit diesem Satz recht. Von Heinrich Heine stammt der als Motto über diesen Nachmittag gesetzte und vorhin schon zitierte Satz: Denk ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht. Viel zitiert, aber falsch verstanden. Liest man bei Heine weiter, weiß man, es ging dem in Paris lebenden Dichter nicht um Deutschland. Im Gegenteil, es ging ihm um seine in Deutschland lebende todkranke Mutter, die er 12 Jahre lang nicht gesehen hatte. Und sein Gedicht fährt fort: Deutschland hat ewig Bestand, es ist ein kerngesundes Land. Meine Damen und Herren, heute muss gelten: Denke ich an Deutschland am Tage und wenn ich nicht schlafen kann, auch in der Nacht, weil ich will, dass Deutschland ein kerngesundes Land bleibt und dass Deutschland und Europa eine gute Zukunft haben. Und deswegen möchte ich
Und deswegen möchte ich nicht, wie das leider gelegentlich alte Männer tun, gute Ratschläge geben. Johannes Rau hat mit Recht gesagt, auch Ratschläge sind Schläge. Sondern ich möchte den heutigen zurufen: Habt Mut und Hoffnung und Zuversicht, seid ins Gelingen verliebt und nicht ins Scheitern. Engagiert euch, denn Einigkeit und Recht und Freiheit sind in der Tat des Glückes Unterpfand. Und dazu kann beitragen, dass sich an einem Tag wie heute die Menschen nicht nur eines Feiertags freuen, sondern sich auch seiner Botschaft bewusst sind und sich beispielsweise hier in Bad Homburg in dieser Kirche versammeln. Und ich bitte Sie, setzen Sie diese Tradition fort, dass einmal im Jahr nachgedacht wird über das, was geschehen ist, und nachgedacht über das, was aus dem Geschehenen für Schlüsse gezogen werden müssen. Dass sich nie wiederholt, was wir erlitten haben, setzt voraus, dass genügend Menschen anpacken und die Zukunft so gestalten, dass es sich nicht wiederholen kann. Danke. Die auch schon angekündigt sind und sozusagen als Vertreter der jungen Generation heute dabei sind aus Ost und West, nämlich aus Eisenach und aus Bad Homburg. Und ich freue mich sehr, mit Ihnen begrüßen zu dürfen, einmal Josephine Reichstein vom Martin-Luther-Gymnasium in Eisenach. Und Marius Christopher Krüger von der Humboldt-Schule hier in Bad Homburg. Beide Schüler haben zum Einstieg in unser Podiumsgespräch ergänzend zur Festrede von Herrn Dr. Vogel auch ein kleines Statement vorbereitet, das sozusagen dann den Weg ebnen wird dann in die weitere Diskussion. Und ich freue mich sehr, Josephine, wir haben uns auf das Du geeinigt. Josephine, wenn du beginnst und Marius, du dann danach dein Statement gibst und Herr Dr. Vogel, dann werden Sie sozusagen dann beten, einfach ein paar Punkte aus dem Statements aufzugreifen. Dann kommen wir in die weitere Diskussion. Ja, sehr geehrte Anwesende, denke ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht. Diese Worte schrieb Heinrich Heine 1844 und ich muss sagen, genauso ging es mir in Vorbereitung auf diese Diskussion, als ich mir die Frage gestellt habe, an was ich überhaupt denke, wenn ich an Deutschland und seine Einheit denke. Mir ist aufgefallen, dass ich gar nicht so viel weiß. Denke ich an Deutschland, dann denke ich zuallererst an den Mauerbau, der am 13.08.1961 begann. Um diese Zeit verlässt man mit gerade mal 16 Jahren die DDR und bleibt in West-Berlin. Erbost über den Mauerbau schreibt mein Opa in seinem jugendlichen Leichtsinn die Worte weg mit Ulbricht an eine Wand und verbüßt 1,5 Jahre Haft als Staatsfeind.
Meine Mutter erfährt davon allerdings erst nach der Wende und ihr wird klar, warum sie während ihrer Schulzeit politisch indoktriniert wurde. Zur Rehabilitation ihres Vaters. Meine Eltern sind Wendekinder. Sie wuchsen im DDR-System auf und wurden 1990 vor die Aufgabe gestellt, neue Wege zu gehen. Aber was ist mit mir und anderen Jugendlichen meiner Generation? Allein mit meinem Geburtsdatum habe ich mich an die neue Zeit angepasst. Ich kam nicht wie geplant am 7.10., dem ehemaligen Tag der Republik, sondern bereits am 3.10., dem Tag der deutschen Einheit, zur Welt. Heute ist mein 18. Geburtstag und ich frage mich, was die europäische Einheit heute noch für mich bedeutet. Denke ich an Deutschland, so kann ich nur durch Erzählungen nachvollziehen, wie es damals gewesen sein muss. Im Lehrplan kommt das Thema leider etwas zu kurz, sodass wir kaum Zeit haben, wirklich zu diskutieren und uns eine eigene Meinung zu bilden. Bisher habe ich mich in der Schule nur mit der Diktatur in Italien oder im Deutschen Reich auseinandergesetzt. Und ich weiß auch mehr über das alte Ägypten als über die letzten 50 Jahre meiner eigenen Geschichte. Dabei wäre es so wichtig für mich und auch andere Jugendliche meiner Generation, mehr über das Jahrhundert vor uns zu erfahren. Denke ich an Deutschland, dann denke ich an die Kommunikation zwischen Ost- und Westdeutsch, die aufgrund verschiedener Mentalitäts- und Kommunikationsunterschiede oft zu Missverständnissen führt. Aus Vorurteilen entwickelte sich der Begriff Besserwisser und Ostdeutsche wurden von Westdeutschen als kritikunfähig beschrieben. So manche Eigenheiten der Menschen in den zwei Kommunikationskulturen fallen heute, 31 Jahre nach der Einheit, sogar manchmal immer noch auf. Diese kommunikativen Unterschiede verwaschen immer mehr, denn der Osten scheint sich damals wie heute an den Westen anzupassen. Nur wenige Dinge der DDR, wie das gehende grüne Ampelmännchen oder auch der allabendliche Sandmann, haben sich durchgesetzt. Mischgehen aus westlicher und östlicher Kommunikationskultur tragen zudem zur Angleichung bei, sodass meine Altersklasse kaum noch von diesen Unterschieden betroffen ist. Ich denke, dass eine vollständige kommunikative Einheit Deutschlands trotzdem noch nicht erreicht ist. Des Weiteren denke ich an den Solidaritätszuschlag. Helmut Kohl sprach bereits 1989 von einer Angleichung der Verhältnisse. Bis heute wird der Zuschlag immer noch gezahlt, wenn auch nur von etwa 10% der Bevölkerung. Ob die Gelder wirklich dazu dienen, die sozial schwächeren Regionen Deutschlands zu fördern, bleibt wohl umstritten. Zusätzlich verdient ein Deutscher im Westen immer noch 15% mehr als ein Deutscher im Osten. Denke ich an Deutschland, denke ich an die Worte Kohls, dass ein vereintes Deutschland ein Zeichen für die Vereinigung Europas sei. Ich finde, man kann seine These mit dem Wort Internationalismus zusammenfassen. Der Internationalismus hat wirtschaftliche, aber auch soziale Auswirkungen auf die beteiligten Länder. Es handelt sich bei der EU um einen Staatenbund, der die Wirtschaft in verschiedenen Ländern vorantreibt. Das Reisen und Bezahlen ist über die Grenzen hinaus aufgrund einer einheitlichen Währung und weggefallener Grenzkontrollen unkompliziert möglich. Viele ärmere Länder der EU profitieren von finanziellen Zuschüssen. Das finde ich sehr fortschrittlich. Diese europaweite Einheit beeinflusst aber auch die soziale Ebene stark. Mir fällt auf, dass immer mehr Menschen aus anderen europäischen Ländern wie Tschechien oder Polen in Deutschland Arbeit suchen. Eine befreundete Familie aus Tschechien kommt durch ihre berufliche Tätigkeit täglich mit der westlichen Welt in Berührung und sie fühlt sich von ihr überrollt. Es bedeutet für sie vor allem einen enormen Anstieg der Konsumierung hin zu einer Erlebnisgesellschaft. Sie verdienen im westlichen Ausland mehr als in ihrer Heimat. In Tschechien arbeiten aus dem gleichen Grund vorwiegend Russen und Ukrainer. Dadurch entsteht innerhalb der EU ein West-Ost-Gefälle, das meines Erachtens kein gutes europäisches Miteinander darstellt. Die Kehrseite von dieser Einheit scheint das Ablegen der jeweils eigenen Kultur zu sein. Denke ich an Deutschland, dann denke ich auch an Willy Brandt und seine Politik Wandel durch Annäherung. Es war sein Ziel, beide deutsche Staaten wieder zusammenzuführen. Die damalige Annäherung zur DDR konnte nur durch eine friedliche Kontaktaufnahme zu Russland hergestellt werden. Das Land, dem wir im Ostdeutschland aufgrund der Geschichte kulturell immer noch sehr nahe stehen. Aber auch ein Land, dem Westdeutschland aufgrund des Kalten Krieges kritisch gegenüberstand. Heute wird es wegen verschiedener Konflikte, wie zum Beispiel dem Fall Nawalny, immer weiter von der Weltpolitik isoliert. Dies lief so weit, dass russische Diplomaten von Konferenzen ausgewiesen wurden. Ich finde diese Vorgehensweise wenig diplomatisch. Wir haben uns für ein geeintes Europa eingesetzt und sollten die Beziehungen zu umliegenden Ländern nicht aufgeben. Um mit weiteren Worten Heines abzuschließen, Deutschland hat ewigen Bestand. Es ist ein kerngesundes Land. Damit das so bleibt, hat meine Generation die Aufgabe, die Zukunft zu gestalten. Für mich bedeutet das, mit allen Ländern der Welt friedlich zu interagieren und die vielen unterschiedlichen Kulturen und Traditionen aufrechtzuerhalten.
Wir können und sollten ab und zu in die Vergangenheit zurückblicken, um uns den Herausforderungen der Zukunft stellen zu können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Marius, darf ich dich bitten? Auch ich grüße Sie ganz herzlich, meine Damen und Herren. Jetzt? Auch ich grüße Sie ganz herzlich, meine Damen und Herren. Als mich Herr Oehlenhausen im Vorfeld dieser Veranstaltung bat, ein Statement vorzubereiten, in welchem ich meinen Standpunkt zur Wiedervereinigung darlege, war ich zuerst etwas ratlos. Wie sollte ich, der 14 Jahre nach diesem Ereignis geboren wurde und von der Wiedervereinigung das erste Mal im Geschichtsunterricht gehört hatte, eindrucksvolle Worte zu diesem Thema finden? Schließlich habe ich diese Entwicklung in den Jahren von 1989 und 1999 nicht selber erlebt und somit keine Geschichte mit der Wiedervereinigung. Also wendete ich mich an meine Oma, Brigitte, und fragte sie, wie sie die Wiedervereinigung und die Ereignisse darum erlebt hatte. Als am 9. November 1989 in ihrer Nähstube die Nachrichten im Fernsehen liefen und sie sah, wie Günter Schabowski bekannt gab, dass die Einreise von der DDR in die BRD nur nach seiner Kenntnis unverzüglich möglich sei, konnte sie es gar nicht fassen. Sie sagte mir, dass sie glaubte, es müsse sich um eine Falschmeldung gehandelt haben. Doch in den folgenden Tagen konnte sie sich selber bei einem Besuch in Hamburg von der Wahrheit überzeugen. Denn die Stadt sei von DDR-Bürgern geradezu überflutet worden. Und eine Parade von Trabis habe die Straßen gefüllt, soweit das Auge reicht. Und auf diesen prallgefüllten Straßen, so erzählte sie mir, spielten sich unglaubliche Szenen ab. Wildfremde Menschen seien sich in die Arme gefallen, Lebensmittel sei kostenlos ausgeteilt worden und Kinder hätten gerätselt, wie sie die gelbe Frucht in ihrer Hand verspeisen sollen, da es das erste Mal gewesen sei, dass sie eine Banane hielten. Als meine Oma mir über diese Ereignisse berichtete, welche den Prozess der Wiedervereinigung einläuten sollten, kamen mir die Tränen. Diese Erinnerung, welche nun mehr als 30 Jahre zurückliegt, könnte immer noch gewaltige Emotionen in ihr wecken. Emotionen, die ich beim Gedanken an der Wiedervereinigung leider nicht verspüre. Obwohl ich doch dieselben Bilder durch Fernsehaufnahmen in meinem Kopf habe. Doch warum kommen mir nicht die Tränen, wenn ich an die Wiedervereinigung denke? Es dürfte wohl daran liegen, dass ich das geteilte Deutschland nie erlebt habe. Nie habe ich in Berlin auf Flugzeuge warten müssen, die mir mein Essen bringen. Nie habe ich in einem System gelebt, in dem freie und demokratische Wahlen nicht möglich sind oder gewusst, dass die Hälfte meiner Nation in so einem System lebt. Nie habe ich an einer deutschen Grenze Soldaten mit Maschinenpistolen gesehen. Und nie war es mir von meiner Regierung verboten, die Musik zu hören, die ich so gerne mag. Über all diese Dinge kann ich mir nur berichten lassen, von Menschen wie meiner Oma. Doch zu wissen, wie es war, und zu wissen, wie es sich angefühlt hat, sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Der Grund, warum ich nicht weine, wenn ich an die Wiedervereinigung denke, ist also simpel. Denn um den wahren Wert der Wiedervereinigung zu kennen, muss man das getrennte Deutschland gekannt haben. Dankeschön. Vielen Dank, Josephine, vielen Dank, Marius, für eure Statements und auch die beiden Perspektiven, die ihr eingebracht habt. Also, Josephine, bei dir habe ich mitgenommen, das Thema zu wenig auch im Lehrplan, dass man zu wenig auch von heute mitbekommt, was damals war. Marius, du hast es sozusagen auch noch ein Stück weit bestätigt für die Generation, die eben nach der Wiedervereinigung geboren wurde. Dann, dass wir weiterhin die Ungleichheit haben, dass wir auf der anderen Seite aber durch die europäische Einigung da so, also insbesondere positiven Einfluss doch merklich sehen, aber es dort weiterhin Unterschiede gibt und dass wir auch an dem gespannten Verhältnis zu Russland arbeiten müssen.
Herr Dr. Vogel, die Schüler haben sich geöffnet und haben uns ihre Gedanken mitgeteilt und dort mehrere Aspekte und Perspektiven aufgezeigt. Welche der Stichworte haben Sie besonders berührt und warum? Und da vielleicht auch nochmal aufgreifend ein Zitat am Schluss: Habt Mut, Hoffnung und Gottvertrauen. Seid ins Gelingen verliebt und engagiert euch. Habt Mut, und das quasi die junge Generation auch weiter an dem arbeitet, was sie wieder verliebt. Also zunächst möchte ich den Veranstaltern dieses Nachmittags danken, dass sie die beiden eingeladen haben und dass die heutige Generation und nicht nur die Generation seiner Oma zu Wort gekommen ist. Der Eisenacherin möchte ich zu ihrem 18. Geburtstag gratulieren und ihr ein erfülltes Leben in Frieden und Freiheit wünschen. Und dass sie, sich bewusst wird, dass das kein ganz einfaches, sondern ein anstrengendes Leben werden wird. Und ich möchte hinzufügen, wir wollen kein Einheitsdeutschland. Wir wollen nur vergleichbare Lebensverhältnisse in ganz Deutschland. Aber die Bayern sollen Bayern, die Hessen sollen Hessen und die Sachsen sollen Sachsen bleiben. Wir wollen nicht alles gleichholen, aber wir wollen, dass in allen Teilen, in Städten und Gemeinden die Menschen leben können unter vergleichbaren Bedingungen. Und was zum Schulunterricht gesagt worden ist, zu meiner Zeit haben wir beklagt, 1950 rum, dass wir so wenig über die Zeit des Nationalsozialismus in der Schule gelernt haben. Wir haben mehrfach die Griechen und Römer durchgenommen, das war auch sehr hilfreich, aber nicht den Nationalsozialismus. Und heute beklagen Sie sehr zu Recht, dass nicht die Zeit nach 1949 in der Schule hinreicht. Und darum möchte ich alle Lehrerinnen und Lehrer auffordern, sich darum mehr zu kümmern und dafür mehr als in der Vergangenheit zu sorgen. Das kann man nicht nur durch Erlasse von Kultusministern, sondern das muss man durch den praktischen Alltag erreichen. Und es wäre gut, wenn es dazu auch an einem Tag wie heute Anstöße gäbe. Und im Übrigen habe ich interessiert, aufmerksam zugehört und nicht die Absicht zu kommentieren. Es ist eure Gegenwart, die jetzt im Mittelpunkt stehen muss. Nächste Frage schließt an eure Statements an und ich frage zunächst einmal den Marius Krüger. Stell dir vor, ein guter Freund oder Freundin sagt dir, der Tag der deutschen Einheit, der interessiert mich nicht. Das ist doch vollkommen unwichtig. Was würdest du antworten? Zunächst würde ich ihn fragen, ob er Freunde oder Verwandte in der alten DDR hat. Und wenn er ja sagt, dann ist die darauf folgende Argumentation eigentlich sehr simpel. Wenn er nein sagt, dann würde ich ihm erklären, dass das Leben, wie er heute kennt, wie er es heute kennt, ein ganz anderes wäre. Weil der Tag der deutschen Einheit ist für mich einer der wichtigsten der deutschen Geschichte. Und er hat den Staat, wie er heute ist, geprägt. Und Deutschland wäre ohne die Einheit in einer ganz anderen Position, als es heute ist. Sowohl international als auch innerhalb des Landes natürlich. Dankeschön. Josephine. Also ich könnte das auf alle Fälle nachvollziehen, denn wir, meine Generation, wir haben nicht für die deutsche Einheit gekämpft, so wie es unsere Eltern tun mussten. Es ist vielleicht auch ein bisschen vergleichbar mit, wenn wir uns alle vorstellen, es würde in naher Zukunft einen Tag der Klimarettung geben, für den wir uns eingesetzt haben.
Unsere Kinder oder unsere Enkel könnten gar nicht nachvollziehen, warum er für uns so wichtig ist. Aber wir sollten ihn trotzdem nicht vergessen oder wir sollten eben trotzdem wissen, warum er uns so viel bedeutet. Denn wir haben die vollständige Einheit immer noch nicht erreicht, die ich ja auch in meinem Statement schon deutlich gemacht habe. Und wir müssen weiter daran arbeiten und dazu ist dieser Tag doch sehr wichtig. Ja, Herr Dr. Vogel, in Ihrem Buch, ich darf ja mal kurz ein bisschen Schleichwerbung machen, in Ihrem Buch Deutschland aus der Vogelperspektive, dass Sie gemeinsam... dass Sie gemeinsam mit Ihrem Bruder Hans-Jochen geschrieben haben, sprechen Sie von Grundwerten, die Sie beide aus christlichen Wurzeln herleiten. Was leitet Sie bei Ihrem Verständnis zur Politik und welche Rolle spielt der christliche Glaube hierbei? Wir sind ja heute auch in einem Gotteshaus und wir hatten sowohl die Petra Kühl als auch Sie hatten ja nochmal auf die Wirkung der Kirche im Rahmen des Wiedervereinigungsprozesses hingewiesen. Zunächst gut, dass die Veranstaltung in der Kirche stattfindet. So voll ist die Kirche sonst nicht immer. Bei uns schon. Vorsichtshalber habe ich gesagt, nicht immer. Ich war vorsichtig, weil ich natürlich weiß, in Bad Homburg ist alles besser. Mein Bruder und ich gehörten, wie man wissen kann, unterschiedlichen Parteien. Und jeder hat ja war der Meinung, dass der Bruder der falschen Partei angehört. Aus Rücksicht auf unsere Eltern haben wir, wenn wir uns zu Hause trafen, politische Diskussionen zurückgeschreckt. Wir waren uns in vielem sehr unterschiedlicher Meinung. Aber, und das wird in diesem Buch auch deutlich, wir teilen die gemeinsame Grundüberzeugung, dass es sich lohnt, für den Staat, für den das Grundgesetz das Fundament gelegt hat, einzutreten. Und für diesen Staat zu stehen, der in seiner Präambel des Grundgesetzes sagt, in Verantwortung vor Gott und den Menschen. Und mein Bruder wie ich haben zeitlebens eine enge Verbindung zu unserer Kirche gehabt. Und es ist gar keine Frage, ohne diese Impulse hätten wir uns vielleicht nicht so engagiert. Aber ich will ausdrücklich sagen, selbst wenn der Staat Kirchen braucht, wie der große Böckenförde, ein Rechtsgelehrter, gesagt hat, weil der Staat auf Dinge angewiesen ist, die er selbst nicht leisten kann. Trotzdem gilt das, was ich sage, in Sonderheit in Ostdeutschland, natürlich auch für die Menschen, die nicht getauft sind. Und wir sollten uns vor einer Vorrangstellung der Christen vorsichtig verhalten. Wären die Stürme, die durch Ostdeutschland geweht sind, durch Westdeutschland geweht, gäbe es hier genauso wenig Christen wie in Ostdeutschland. Aber es bleibt dabei, ein Motiv für das Engagement ist natürlich unser Glaube. Das trifft für uns zu, das soll aber anderen nicht irgendwie eine Sperre einlegen. Dankeschön. Ja, ich habe noch eine Frage an Sie alle drei. Und ich würde gerne mit Josefine Reichstein beginnen. Wir haben ja jetzt, Dr. Vogel hat ja nochmal eindrucksvoll die Situation oder die wesentlichen prägnanten Merkmale und Ereignisse der Wiedervereinigung, gerade 89 und 90, noch einmal kurz auch in seiner Festrede angesprochen. Und wenn man da jetzt eben drauf schaut und auf dem, was man sonst eben auch mitbekommen hat aus der Zeit, was können wir heute noch vom friedlichen Prozess der Wiedervereinigung lernen? Was waren damals
und sind auch heute noch prägende Merkmale, die uns auch in die Zukunft tragen. Also ich würde sagen, es hat sich ja 1989 nicht das allererste Mal gezeigt, dass man auch friedlich etwas erreichen kann oder auch verändern kann. Ich denke da zum Beispiel an Martin Luther King oder auch Gandhi. Und das zeigt eben auch, dass wir im Prinzip aus der Geschichte gelernt haben, was natürlich ein sehr gutes Zeichen ist. Und die friedliche Wiedervereinigung hat das Ganze nochmal bestärkt und uns dann natürlich ein geeintes Deutschland beschert, in dem wir friedlich zusammenleben können und in dem wir viele Freiheiten genießen können. Dankeschön. Marius? Ich habe vor allem durch die Wiedervereinigung gelernt, dass der Glaube an eine bessere Zukunft nicht nur durch Gewalt erreicht werden kann, sondern wie sich eben durch die Bürgerrechtsbewegungen gezeigt hat, dass man einiges nur mit der Kraft der Worte und mit dem Druck von vielen Menschen erreichen kann und dass ein System, das nicht auf dem Willen der Mehrheit basiert ist, nicht lange Bestand haben kann. Dankeschön. Herr Dr. Vogel. Ich stimme den beiden Vorrednern zu und verweise auf mein Referat. Dem ist nichts hinzuzufügen. Vielen Dank. Marius, wir haben ja der Titel unserer Veranstaltung lautet ja, denke ich an Deutschland. Und wenn du oder wenn ihr nun an Deutschland denkst und dabei in die Zukunft schaut, was wünschst du dir, was wünscht ihr euch oder was sind meine Forderungen an Staat, Politik und Gesellschaft, eben, wenn du an Deutschland denkst? Ich glaube, egal wen man aus meiner Generation fragt, was er sich von der Politik wünscht, man kommt da am Thema Klimaschutz nicht vorbei, weil einfach viel zu wenig geschieht und der Aspekt der Wirtschaft immer in den Vordergrund gestellt wird. Aber die Frage ist einfach, was mehr kosten wird. Klimaschutz oder kein Klimaschutz. Und neben dem Aspekt des Klimaschutzes würde ich auch die Vernachlässigung der jungen Generation in den Fokus rücken wollen. Besonders während der Corona-Pandemie, da hat man einfach gesehen, dass die Personen, die nicht wählen können, wenig Beachtung von der Politik bekommen haben. Und wir haben heute auch schon. Einige Male die Bildung in Deutschland angesprochen und das Schulsystem, und ich würde mir wünschen, dass die Inhalte, die in der Schule besprochen werden, deutlich wandelbarer sind. Nicht nur im Bereich der Geschichte, weil die nächste Generation wird vielleicht wahrscheinlich auch wieder ganz andere Sachen interessieren als sie davor, sondern auch an Fächern wie Deutsch, Biologie, dass da der Lehrplan vielleicht in einem 10-Jahrestakt sich ändern wird. Vielen Dank. Josephine? Ich sehe mich tatsächlich, wie vielleicht sogar die meisten hier, nach einem Ende der Corona-Pandemie, dass ich Menschen umarmen kann oder auch drücken kann, ohne Angst davor haben zu müssen, jemanden anzustecken, aber auch, dass ich endlich wieder lachende Gesichter sehen kann, ohne eine Maske vor dem Mund, denn das sind auch alles Dinge, die uns irgendwo ein und die uns menschlich machen, das ist natürlich wunderschön. Dann sehne ich mich aber auch nach einem schülerfreundlicheren Lehrplan, wie ich ja auch schon angesprochen hatte, der mehr Platz zum Diskutieren bietet. Und dazu zählt für mich auch ein geeinter Bildungsplan für ein geeintes Deutschland. Und dann würde ich mir auch wünschen, dass die Jugendlichen mehr Mitbestimmungsrechte in der Politik genießen können. Dankeschön. Ja, der letzte Satz von Josephine ist eine, wenn ich sagen darf, Steilvorlage an Herrn Dr. Vogel. Ich darf kurz aus Ihrer Festrede zitieren, und das hat sich jetzt bei mir eingeprägt. Demokratie braucht Mitmacher, nicht Miesmacher. Und die einen oder anderen Miesmacher, die dürfen wir ja im Wahlkampf ja durchaus auch erleben. Und deswegen Frage an Sie, lassen Sie uns vielleicht abschließend teilhaben. Was wünschen Sie sich von der nächsten Bundesregierung, insbesondere in Bezug auf die Einheit unseres Landes? Also,
In Bezug auf die Einheit unseres Landes wünsche ich mir, dass die von mir benannten, immer noch bestehenden, zum Teil gravierenden Unterschiede wenigstens schrittweise abgebaut werden. Das ist in Sachen Wiedervereinigung und Zukunftsaufgabe das Wichtigste. Und von der Regierung und von möglichst vielen Medienvertretern wünsche ich mir, dass das Zitat von Heinrich Heine nicht immer nur negativ zitiert wird, dass man wegen Deutschland um den Schlaf gebracht wird, sondern dass Leute das Gedicht ganz lesen und wissen, dass er zwar schlecht geschlafen hat wegen der Krankheit seiner Mutter, dass er aber Deutschland als kerngesundes Land bezeichnet hat. Und ich bin auch heute noch der Meinung, es gibt die ein oder anderen Stellen, wo wir aufpassen müssen. Aber im Vergleich, was unsere Geschichte uns lehrt, sind wir noch immer ein kerngesundes Land. Und deswegen sollte man in dem Zusammenhang Heine zitieren und nicht immer nur, um mies zu machen und zu sagen, wenn man an Deutschland denkt, kann man nicht mehr schlafen.